Hallo zusammen, ich möchte euch heute einen, ja nicht neuen, aber einen Weißburgunder vorstellen von der vom Weingut Schreckbichl, Weingenossenschaft in Südtirol, Bozen-Gierlan. Es ist ein bekannter Weinrebsorte, in dem Fall aus Italien. Aber international bekannt. Es ist ein Wein, der jetzt nicht im Stahltank nur ausgebaut ist, sondern auch Holz gesehen hat, großes Holz und Barrique. Und dadurch eine malolaktische Gärung durchgemacht hat, die dem Wein sehr gut steht. Die Säure wird dadurch abgebaut ein wenig und er hat so leichte Holzuntermalung unter dem Wein und dadurch einen starken, kräftigen Körper, der zu schönen Gerichten, nicht allzu schweren Gerichten, aber zu vielen Gerichten passt.